Hallo! Und wir verlassen hoffentlich dieses Ding. Penalty for vandalism of Sojong device is death. Even for pretty lady. I suppose you'd be Sojong. Save your ammunition, your device doesn't work. Device at work! Vandal sabotage! You are vandal! Actually, I intend to fix your device. That is, unless you plan on coming down here and doing it yourself. It's not prudent for Sojong to return to lab. You say you can fix? I broke your code, didn't I? Now just give me the one to open that door and we'll see what your creation can do. 1216. Your birthday? Enough attack! Fix the machine! Ui, Glück gehabt. How'd you know that? Never underestimate the fallibility of the egomaniac. 1216. Entschuldigung. Jetzt war ich schon bei der 6 im Kopf. 1216. So. Ich hab's mir genauso gemerkt mit seinem asiatischen Dialekt. Jetzt sind da wieder ein paar neue Splicer. Boah, braucht das lange. Entschuldigung, ich wollte ihn gar nicht aktiviert. Aktivieren. Hallo? For the talent portion, I've chosen a song that's ever so dear to my heart, suggested by my dear, sweet mother. Okay. Pack up your troubles in your old kit bag and smile, smile, smile. Was, da fehlt dir ein Frost scheinbar. That machine. It'll have the cathode too. Kann ich da auch was? Ich wollte gerne was kaufen, aber naja. Got it. How I need to find old man Winter in a suit. Sorry, wenn ich dich kurz unterbrechen muss, aber ich brauche ein paar Lockpicks. Ups. Oh. Entschuldigung, ich habe gerade die Tasten verwechselt, aber zum Glück können wir diese Munition wieder bergen. Finde den Ersatz-C2-Filter. Test Drive, da waren wir, glaube ich, sogar drin kurze Zeit. Old Man Winter. That's how we'll call Sujong's machine. Die Frage, ob wir da hinkommen. Ich will jetzt nicht gleich wieder zurückgehen in da, wo wir waren. Ihr wisst ja, wir waren ja vorhin in dem Gebäude, in der Service Station. Da gab es ja dieses andere Ding. Das können wir mal an der Tür klopfen. Vielleicht können wir jetzt da rein. Wir sind ja Atlas-Leute. Yeah. Atlas sent me here for some old man Winter. You haven't been around here long, have you? What makes you say that? Cause you're the only one of us who don't smell like the reptile house at the zoo. Now be quick about it and just take the winner. This ain't the Goodwill. Aber hier gibt es so viel zu tun. Gasmasken. Entschuldigung. Ah, hallo, Mister. Das könnt ihr auch alle bewusst schlagen. Es ist ja nicht rot angezeigt, deswegen können wir ja hier ruhig was nehmen. Hören wir mal erstmal Mrs. Finnegan zu. While we deny all customer claims regarding purported burns they have received from, quote, overheating of 1958 bathyspheres, unquote, our marketing team has decided to give away flasks of Old Man Winter as part of a new promotional campaign. There will be no recall of the 58. No recall. Okay. Da war nichts drin, ich habe nichts genommen. Noch ein Tagebuch, Felix Molloy. Molloy. So Atlas asked me to figure out where to strike first when we bust out of this place, but you know, it all depends on
when we get out. You know, I mean, November 5th, it's a big founding of Rapture Shindig at Fort Frolic. Valentine's Day, you know, I mean, Arcadia is real popular. I mean, it's near New Year's Eve, and hey, we could pop the corks off all the stuffed shirts down at the Kashmir restaurant. Supplies. Da ist so ein Oldman's Winter. Den werden wir uns auch gleich holen. Als letztes natürlich. Wir wollen ja hier erstmal uns in Ruhe umschauen, was es hier so gibt. Oh ja! Sehr gut, wir haben das Atlas, letzte. Ryan knows something's up and is sending men to investigate the department store. Suggest you lay in supplies at the Manta Ray Lounge and prepare for a siege. Looks like there's something in the Manta Ray Lounge worth investigating. Finde alle vier Kodierungsübertragungen. Haben wir geschafft? Jetzt müssen wir in die Manta Ray Lounge. Das werden wir danach auch nochmal machen. Finde das Geheimnis der Manta Ray Lounge. Noch ein Lockpick. Können wir gut gebrauchen. Mittlere Flasche Eve. Will ich jetzt nicht verschwenden, wenn ich das hier nehme. Eine Leiche. Da hat jemanden gequält. Hier ist noch ein Audiobook. Mal rein, während wir hier weiter plündern. Tell Ryan, things are getting hot down here real fast. The goddamn leprechaun is building himself a regular army. If you'd ask my opinion, which you didn't, I'd send a crew down here and clean up the place before they show up on your doorstep. But who am I except some undercover schmuck you sent to give you straight dope? Schmuck. Dann gucken wir mal, was es hier drin noch gibt. Wenn wir hier schon mal erstmal uns noch frei bewegen können, dann will ich das mal erstmal nutzen, bevor wir irgendwo hingehen, wo wir es dann nicht mehr können. Hier ist Geld. Boah. Anderes Zeug. Wir hören hier irgendwelche komischen Geräusche. Und natürlich die Lüftung. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich später hier irgendwie rein. Keine Ahnung. Verstehe ich jetzt nicht ganz, warum. Ist auch egal. Bevor wir das Schätzchen jetzt hier gleich nehmen, werden wir erstmal kurz das hier nachlesen. So, okay. Flanagan, Väterchen Frost Bonusaktion. Mitteilung an das Verkäuferteam. Wir kennen zwar Ansprüche unserer Kunden wegen Verbrennungen nicht an, die sie angeblich in einer sich überhitzenden 1958er Tauchkugel erlitten haben, aber unser Marketingteam hat beschlossen, im Rahmen einer Werbekampagne Flaschen mit Väterchen Frost zu verteilen. Es wird keine Rückrufauktion für die 85er geben, 86er. Für die 58er, Entschuldigung. So, wieder hoch. Und dann hätten wir noch Felix Molloy. Also, Atlas meinte, ich soll herausfinden, wo wir am besten zuschlagen, wenn wir hier rauskommen. Aber das hängt natürlich davon ab, wann wir rauskommen, oder? Am 5. November, da wird in Fort Frolic groß die Gründung Raptors gefeiert. Am Valentinstag, Arcadia ist sehr beliebt. Und wenn's irgendwann im Neujahr rum ist, hey, dann können wir bei all dem aufgeblasenen Fatzken im Restaurant Kashmir die Korken knallen lassen. So, da sehen wir schon mal so den Plan, den die Leute haben, wenn sie nach Rapture reinkommen, wie im ersten Teil eben. Dann noch jemand, und zwar Emmett Wayman aus dem Chest Drive, sagt Ryan, dass es hier unten verdammt schnell verdammt heiß wird. Dieser verfluchte Kobold baut eine richtige Armee auf. Wenn man mich fragen würde, was ja keiner tut, dann sollte man deine Crew reinschicken und aufräumen lassen, bevor die Typen vor unserer Tür stehen. Aber was erwarte ich? Dass so ein Undercover-Fuzzi die Wahrheit sagt? Tja, der arme Kerl, das war sein letzter Eintrag, dann wurde er auf dem Stuhl getötet. So, und jetzt holen wir uns mal Federchen Frost und verbrennen uns hoffentlich nicht die Finger damit. Freeze your enemies. Das haben wir schon gesehen. Shatter them into a thousand pieces. Just what we need. All we need now is a CO2 scrubber. Sorry, ich wollte das gar nicht benutzen.
Am Ende rettet uns diese Falle, die wir gerade gebastelt haben, noch das Leben. Das ist ein Erster-Hilfe-Set. Wir nehmen jetzt einmal das Fläschchen hier mit. Na komm. Dafür müssen wir halt in die... Ah, komm schon. In die Service-Station, aber... Hallo? So. Müssen wir in die Service-Station, aber die dürfte theoretisch eigentlich wieder jetzt leer sein. Und jetzt gucken wir einfach mal. Und hoffen natürlich... So, schnell hier abgehauen. Dürfen wir erstmal ein bisschen sicher sein. Okay, drei Splicer haben hier den Laden überfallen. Oh, das ist ein Lockpick, den haben wir irgendwie übersehen. You're only hiding from no one around? Think I still have to scare off a patient. Und weg. Lockpick. Zwei Leute, kein Problem. Die schnappen wir uns ganz schnell. Ich glaube, an den einen schleichen wir uns auch nochmal ran. Wenn es geht, da ist der Lockpick, den wir übersehen haben. Jetzt können wir uns nochmal auch Väterchen Frost holen. Die könnten wir jetzt einfach alle einfrieren. Machen wir nicht. Haben wir nicht nötig. I'm just honored to be in the competition and gee, I hope you like me. Because I'd like nothing more than to be Miss Rapture 1958. Danke fürs Geld. Komm, wenn wir schon hier sind beim Aufräumen, dann räumen wir auch noch den letzten auf. Wobei das gefährlich ist, aber vielleicht können wir den ja einfach mal abschießen. Wir Schussexperte hier, auf jeden Fall. Ich bin so ein schlechter Schütze. Mann, diese Trottel, ey. Sind sie alle drei draufgegangen, die hier Wache geschoben haben? Ja, den hätten wir natürlich auch andersweitig ausschalten können, aber wir kriegen ja den Fall scheinbar ständig zurück, was sehr gut ist. Das heißt, wir können immer drei Leute gleichzeitig ausschalten. So, gucken wir mal kurz sicherheitstechnisch. Nö, ist nix. Auf betäubten Gegner, die dich bemerkt haben, lediglich. Versteck dich also. That only seems to be knocking them back. You're only gonna do real damage that way if they don't see you coming. Verdammt, das haben wir sogar tatsächlich mal einen Punkt verloren. So sieht's übrigens aus, wenn man nur geschlagen wird. Ist hoffentlich nicht so schlimm. Aber wir haben ja wieder was erreicht. Jetzt holen wir uns noch mal. Jetzt holen wir uns noch die Verstärkung in diesem Medical Supply Ding. Nee, nicht Medical, sondern ja, da unter der Treppe, keine Ahnung. Wie ich das jetzt genau sagen soll, wo das ist. Da wo er langläuft, da unten. Das ist. Und dann gehen wir in die Mandalay Bucht. Manta Ray. Genau, da gehen wir jetzt gleich rein. Weil da ist noch die Verbesserung. Da steht leider auch jemand. Oh.
Sehr gut. Bitterchen Frost, Vergesslichkeits-Upgrade. Lässt Gegner den Spieler vergessen, nachdem sie wieder auftauen. Das ist ja praktisch. Achso, da können wir uns die Upgrades angucken. Dann klettern wir mal hier kurz rein. Ich weiß nicht, wo wir jetzt hinkommen. Ich hoffe, wir kommen nach oben zu der Manta Ray Lounge. Da ist die Manta Ray Lounge. Also, es stimmt schon. Boah, okay. Sind wir einfach mal hier reingelaufen. Sicherheitstechnisch. Okay. Hier ist jetzt erstmal nichts. Okay, wir haben hier kurze Ruhe. Deswegen sage ich euch beim nächsten Mal. Wir kommen im Endscreen. Haha, ist kein richtiger Endscreen, aber es ist ein Endscreen. Wir haben ja in dieser Folge Fettchen Frost bekommen, haben einen Überfall überlebt und sind weiter auf der Zusammensetzungsmission für die Lutez-Maschine, damit wir nach Columbia zurück können. Jetzt werden wir mal noch die... Ich schalte einfach mal hier rein. Und zwar genau das. Finde das Geheimnis in der Manta Ray Lounge. In der letzten Nachricht von Atlas war eine Zeichnung von drei aufgereihten Weinflaschen zu sehen. Finde diesen Ort in der Manta Ray Lounge. Das werden wir auch tun. Dann lösen wir hier das Geheimnis und kriegen bestimmt irgendwas ganz Tolles. Das aber erst beim nächsten Mal. Bis dahin, Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye.